potent heat. Ein halbes Jahrhundert später. Ja, wer hat das da nochmal wegteleportiert von der Stelle? Verstehe ich nicht. War ich das? Nein, ich war das. Oh, wir haben jetzt tatsächlich einen Wegpunkt noch gehabt. Der einigermaßen nah dran. Ja, aber welches soll denn das sein? Das ist das am Grab von dem Typen hier, von dem. Von ach so, dem, beim Trollkönig, ja. Trollkönig. Ja, aber wir haben doch jetzt. Wir sind irgendwo ganz weit hinten. Also wir laufen gerade einen riesen Umweg, aber laufen wir mal. Denn hier hat uns der Typ auch angesprochen, eigentlich mit dem, man soll in eine Höhle gehen. Die Frage ist nur, ne, das Kaff ist hier oben. Welche Höhle will er gemeint haben? War noch. So, theoretisch wäre es wahrscheinlich schneller gewesen, wenn uns da von der Spinnenzone aus. Ja, ja. Ja, guck mal, hier sind wir jetzt eh wieder bei dem. Ach, das ist doch kacke. Wir müssen hinten lang. So. Wo portest du uns denn hier hin? Verflucht nochmal. Ach, leck mich doch. Warte, du deine Kacke selber hier. Bitte der weißen Heftbrückstätte. Brückstätte. So eine Scheiße mit dir, Scheiße hier. Also wirklich. Ja. Muss ja mal gesagt werden. Dann mach schneller, Mensch. Dafür, du baust hier so eine 80er-Montage-Video ein. Mit irgendeiner coolen Musik. Ja, genau dich wollte ich auch treffen. In dem Moment bist du an mir vorbeigelaufen. Es ist doch nicht wahr. Ja, das war's. Gotta go fast. So. Sind wir wieder hier? Sind wir schon da? Waren wir schon mal? Andere Richtung? Sind wir schon da? Nein. Wie sieht's mit jetzt aus? Vielleicht. Hm. Und jetzt? Nö. Und jetzt? Näher dran. Okay. Was haben wir denn hier überhaupt noch so Feines? Wo wir schon hier sind. Was haben wir denn überhaupt schon alles sehen? Hier waren wir doch noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Speichern Sie mal. Da geht's zu dem Frederik. Sicher? Ja. Guck mal, plötzlich liegt die Spinnenkönigin hier ganz anders tot da. Aber hier sind doch noch Kisten und allem, an die wir nicht dran waren. Rolle der Unsichtbarkeit. Oh. Aber die Detour hat sich nicht gelohnt. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. So, und hier ist jetzt irgendwo dieses komische Goblin-Dorf. Ja, links. Genau. Hier war das mit den Tieren. Mit der Kuh. Ja. I could do with a cold drink. Da unten ist das Portal. Jo. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Das und holen uns jetzt. Denn wir sind bis hier gekommen, wo wir die Orks umgeklatscht haben. Ja. Und das bisschen darunter sind wir nicht gelaufen. Doch, ich bin hier noch an dem Anori vorbei. Aber das Teil, haben wir das angesprochen hier? Ich glaube. Da haben wir hier noch Sklaven befreit. EP. 40 hin Weg, den wir wahrscheinlich nicht gegangen sind. Ja. So. Hier ist ein Öl. Verrotteter. Da geht's in das Dorf hinein. Ja, also. Die andere Möglichkeit, die ich noch sehe.
Wäre. Und durch die Trollhöhle hindurch. Ja, entweder das. Wo wir nicht durchkommen. Oder wir. Wir nein. Speichern und wir versuchen nochmal das lustige Schere Stein Papier Spiel. Nein. Ich charge jetzt rein. Hast du gesehen, wie viele Leute da rumstehen? Ist mir egal! Oh nö. Die könnt auch nix! Hier, einschüchtern! Ihr könnt mich mal! Du kriegst das hin! Guck mal, das ist 2 zu 2. Da hinten versinken gerade Goblins im Boden. Einmal gewonnen. So. You can do it! Nicht mal gewonnen. You can do it! You can do it! Ich glaube an dich! Machen wir nichts, einer. Bei der Macht von Grayskull! Ja, ja. Du hast den Stein! Ich hab den Stein. Ich hab gewinnt, ganz knapp. GG! GG! Und jetzt lauf nicht vor! Nein, 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 ich bleib still. Okay. Wir sind hier gefangen. So. So, ist denn hier eine Höhleneingang? Ich gucke gerade. Aber ich sehe auch nichts. Reden wir mit dem Toten. Stell mir mal eine Frage. Then let us begin. Say you meet two soldiers on a strip of beach. They impede your way, the discourteous drunks. Do you accept their orders to accompany them? Or do you stay true to your course and damn their lives? Kill it with fire and bombs! The reverence of this totem now stands. I would stay true to my course. Oh Gott, ich muss damit antworten. Kommt drauf an, wie betrunken sie sind. Diese halben Informationen hier wieder. Das sind ja nur hypothetische Fragen. Ich meine, sie könnten doch auch nur leicht betrunken sein. Ja. Das bedeutet, sie wären doch zurechnungsfähig. Naja, ich auch. Und wir sind tot. Now say you meet a starving man. He is eyeing raw fish on a merchant stall, as if it were the world's greatest treasure. Do you slap his hand bent on thievery, or do you close your eyes to his lawless intent? Ist nicht mein Bier. I would close my eyes. Aber nein, ich würde hingehen und würde den Fisch bezahlen. Aber nicht dem auf die Finger hauen. Ja, nicht. So would I. A beast of burden, perhaps. Wounded while protecting his mistress or master when they were assaulted by lonely bandits. Do you go to great lengths to save it, even though it doesn't concern you in the least? Or do you leave it to die and become carrion bird summer? Glaub mal, wir haben alle Fragen falsch beantwortet. Das kriegt einen fetten Heal. I would go to great lengths to save it. Moment.
ja auch. Drink spirit work. Oh, shameless liar that you are. Ja. Your actions and words clash like water and fire into the midst of discord. Ja, voll richtig geantwortet. Ja. Kill this serpent heart with serpent tongue. Oh ja, Erfahrungspunkte. Ist okay. Hast du mal gesehen, wie viele das sind? Ja, egal. Kann auch nichts. And a vicious slitting at the back of the mind. I smell demons. Walgraf looks at the ground and sniffs Riley. All he can smell are goblin droppings. Wir sind Stufe 16, kann schon, ne? Oh, das wird schon. Das kriegen wir hin. Wir holen ganz viele Gefährten. Das wird schon. Sag nicht Ich hasse es, wenn du sagst. Oh, hi. Mach mal lieber Nein. Ey, das geht so in der Hose. Kannst du mal aufhören, mich in Brand zu stecken? Danke. Machst du da mehr Schaden, hab ich gehört? Nee. Hey, die Bombe ist. Ach nee, die ist rot wegen dem Feuer, ne? Mhm. Nein, ich habe mich selbst angegriffen. Die sehen alle so rot aus. Werde das Monster töten, sticht sich selbst. Läuft hervorragend. Kann man machen. Ach Gott, jetzt sind die, wie viele kommen da jetzt? Vier? 1, 2, 3, viele. Vier, dann deiner und dann nochmal vier, oh Gott. Was hatten wir denn nicht irgendwo? Das war das Sprichwort für die Tür. Ah! Du bist tot. Okay. das reicht aus. Ich werde einen Punkt erreicht, wo ich es deinstalliere. Oh, ja? Nein. Also, wir dürfen das Dorf ja nicht verlassen an diesem Punkt. Das können wir mal austesten, du hast ja gespeichert. Tatsächlich. Oh, you really shouldn't have done that, Pigskin. But I'm so very glad you did. Also nochmal neu laden. Ne, wir kommen hier wirklich nicht raus. Bedeutet, wir müssen die Fragen so lange richtig beantworten, bis wir gehen dürfen. Oder wir laden einen Speicherpunkt von vor Beitritt des Dorfes. Ach, Quatsch. Okay. Randa. Jetzt mal mit Schmackes. Jo, alles klar. Ja. Folge leisten. Ja, bestimmt. Oder aber es will halt wirklich das Ungerechte, was er macht, ne? Also auch die Tiere verrecken und so. Auf die Finger hauen, weil er ist gerecht. Und das Tier wird auf jeden Fall gerettet. Ich nicht! Oh ne. Okay, das ist nicht. Also dürfen wir nur Ungerechtes tun. Meinst du? Vielleicht. Keine Ahnung. What have we here? Ja. Achso, einmal zu viel. So. Würde mein Plan sein. Na, ja, an den Plan. So would I. Now say you meet a starving man. So. Die for me, my goblins. Die. Der Verhungernde. Auf die Finger hauen. Walgraf looks on incredulously. Oder Augen verschließen. Now, fools are not dead once more. And so.
Worship an idol and you'll become. Eigentlich wäre es Augen verschließen. Weil das andere ist ja gerecht. I would close my eyes. Und das Tier würden wir dann verrecken lassen fürs Tote. So would I. I would leave it to die. Now stand. Enough. Go and rest. Drink. Haben wir das nicht gemacht? Nein. Aber das Lastentier, das ist doch das komische Vieh, was wir geheilt haben. Das am Anfang, in der ja, aber das lag ja nicht einfach so da. Das mussten das wir haben also so heilen, weil es ja sowieso zur Gruppe gehört. Aber wir haben es gerettet. Wenn das darauf basiert. Das kann natürlich sein. Wir haben halt. Die erste Frage war doch mit den mit den Wachen. Ja. Haben wir nicht ganz am Anfang des Spiels Wachen umgehauen? Kann sein. Wo die betrunken waren, die wir umgeklatscht haben, wo wir sagten, wir sind Quellenmagier. Ja, aber gab es einen Typen, den wir einen Fisch nicht gegeben haben? Das weiß ich nicht. Not me. I would go to great lengths to save it. Ich würde sagen, das haben wir ja gerettet, deswegen. Go and rest. Drink spirit wine. Gut, dann machen wir es auf deine Weise. Alright, we'll do it your way. Also wir müssen die so beantworten, lag nochmal neu. Wie wir es getan haben. Eventuell, wenn das stimmt. Frage ist, was haben wir gemacht? Wir haben die Wachen umgehauen. Wir haben einen Typen auf den Finger gehauen für einen Fisch, ist die Frage. Also. Wir haben an unserem Plan festgehalten. Wir haben sie umgehauen. I would stay true to. So would I. Now say you meet a. So. Bei dem Fisch. Haben wir dem. Also. Mal angenommen, man geht jetzt auf die nächste Frage ein mit dem Lasttier. Dann haben wir schon mal so beantwortet gehabt, dass wir dem Tier geholfen haben, aber hier bei dem Fischer halt die Augen verschlossen haben. Das heißt, also hauen wir dem auf den Finger. Ja, hauen wir auf den Finger, genau. So would I. So, und retten. I would go to great length. So would I. You have answered me truthfully. You have been ready. Da. Schön, wenn man weiß, was man getan hat. Your words do not belie your actions. Hear the spirits speak, my goblins. It is not to be feared, this creature. It may freely dwell among your kind. Okay. To me, my goblins, gather round your totem. Mein Gott, ihr muss auch noch aufpassen. And a vicious slitting at the back of the mind. I smell demons. Wargraf looks at the ground and sniffs wryly. All he can smell are goblin droppings. And drink great spirit rum. Wargraf looks on incredulously at the camp. Speichern? Bevor wir die Antworten noch haben. Goblin fools the law of them. He appears to me, my God. Jetzt haben die bestimmt ganz tolle Sachen gemacht. Worship an idol and you'll be called in reverence of this totem. Now stand. Das Totem geht mir auch dezent an, sagt man. Was wäre denn jetzt, wenn man jetzt auch so eine Kriegstrommel halt steckt? Okay. Willst du nur ausrüsten? Nicht kaputt machen. Ich hab Trommel ist zum Trommeln da, nicht mit dem Schwert. Oh, Spielverderber. Es ist auch alles stehlen tatsächlich hier, ne? Frage ist hier, ne? Sprechen wir doch mal mit ihm. Würde manche kommen, ja. Affengesicht. Ja, was verkauft er denn? Boah! Prächtige Vollplattenrüstung der Wasserresistenz. Die wird dir richtig gefallen. Die ist genial gut. Weißt du, was die hat?
22% Wasserresistenz und 18% Luftresistenz. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Freude im Strahl kotzen sollte oder halt doch eher mir irgendwie einen anderen Händler suche. Naja, das könnte besser sein. Okay. Fähigkeitenbuch des Zerreißens. Unverwundbarkeit. Hagelangriff der Wiederbelebung. Nehme ich mal mit. Könnte man mir wieder eine gebrauchen. Sonst nur Unfug. Es gibt halt auch wirklich, also ich sehe keinen Höhleingang, der halt ungefähr unter die halt durchführen würde. Außerhalb, man kommt ja irgendwie in irgendwelche Schluchten rein oder sowas, weißt du? Sehe ich jetzt so wirklich leider auch nicht. Es sei denn, jetzt zählt wirklich halt die, die Höhle da vom Trollkönig dann dazu. Nur da kamen wir ja noch nicht durch. Ja. Hast du denn noch was? Puh, ja, ne? Und du? Militärrapier des Rapier des Zertrümmers. Auch alle nur Mist. Könnte besser sein. Naja, wir haben ja jetzt noch so ein paar Punkte. Nee. Ich dachte, wir könnten jetzt vielleicht noch einen neuen Abschnitt rein oder rausgehen, aber. Nee. Ja, aber das machen wir nicht mehr heute, das machen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal. Gut. Dann können wir jetzt hier. Cecil Nordtour. Stopping-Tour und Ende Gelände vor. Genau. Wir sind jetzt auch schon wieder 5,5 Stunden dabei. Da kann man ja mal wieder. Ah. Wir haben zwar nichts gemacht, aber es sind 5,5 Stunden rum. Wir müssen ja, obwohl es geht. Also ich finde, diese Aufnahmesession haben wir mehr geschafft als an der letzten. So fühlt sich auf jeden Fall an. Findest du? Ja doch. Wir sind viel gelaufen, gerade so zum Ende hin. Ja, aber wir haben doch das Ende von den komischen schwarzen Rittern gehabt. Ja, wir haben die eine Prüfung dadurch gemacht. Wir haben eine Spinnenkönigin aus Maul gehauen. So, hat die überhaupt genug Geld? Ja, hat sie. Ich irgendwas hier, ne, gebe für Zeug, ne, und die hat eigentlich gar nichts. Hab sie eigentlich auch noch mal einen Rüstungsschmied oder so, der eben auch Sachen verkauft hat? Keine Ahnung. Das waren nur die da unten am Marktplatz, die hatten alle nur so Schwachsinn. Zauberbücher und sowas. Mhm. So. Die hat ja auch keine Wiederbelebungsrollen hier mal, ne? Wenn du mal welche brauchst, dann hat sie sowas nicht. Ja, ne? Aber sie hat noch 1048 Gemälde von einer Frau. Ja. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Verstehe ich nicht. Ist mir wirklich ein Rätsel. So, das mal an Jahan geben. Jahan freut sich bitte. Nee, das ist Kacke, okay. Dann freut er sich halt nicht. Ist mir auch Latte. Kann mir hier einen Bogen kaufen. Der gleich viel Schaden macht, aber wenigstens dann wieder einen AP-Punkt weniger hat. Ja. Blue Cheese, Out Cheese! Plus, es ist Bogen. Ja, wahrscheinlich macht das Sinn. Quiet day on the market, it seems. Get it while it's fresh! These batches are only hours from the sea! Ich bin dafür, wir müssten beim nächsten Mal nochmal so eine Cloud-Tour machen. Meinst du? Ja. Warum? Hast du kein Geld? Ja. Wie viel brauchst du? Also so generell könnte da mal mehr bei rumkommen an manchen Stellen. Ich habe 38.000. Was brauchst du? Mal gucken. Hier hast du einen Haufen Geld. Danke.
Hier ist auch noch ein Haufen Geld. Reicht, danke, danke, reicht, reicht. Hast du das von Jahren und Wolkraft gekriegt? Muss jetzt reichen. Reicht. Ja, also Klauturm muss nicht sein. Wirklich. Das können wir gerne machen, wenn wir wieder ein Dorf oder Stadt oder sowas finden. Also an sich haben wir Geld wie Heu. Ja, es landet halt immer bei dir, das ist das Problem. Ich verstehe gar nicht warum. Etwa weil ich die ganzen identifizierten Items auch gleich wieder verkaufe? Nein. Nein, nein. Aber nicht doch. Nee, nee. Au. Du? Möchtest du einen geprägten Goldring der Wasserresistenz haben? Ich wüsste nicht warum. Der macht ein Stärke, ein Schnelligkeit und dann die Resistenzen. 24 Wasser, 10 Erd. Ist, ja, okay. Göttlich. Ja, okay. Quanto costa? 7000. Das ist ja nix. Warum hat eine Pfeilmacherin sowas? Weiß ich nicht. Man muss die hier immer mal ansprechen. Mal gucken. Silver? Poison? Get to the point. Weil wirklich, glaube ich, alle. Nein, da. So. Ich bis 250 Schaden. Ich glaube, wir mal ganz kurz gucken. Ja, Meister. Ja, identifizieren, okay. Hat auch so komische Sachen da. Hast du ja bestimmt alle verkauft. Nein. Komm die zurück. Und sag mir, oh, das ist aber gar nicht so schlimm. Freezing, silver, poison? Get to the point. So. Habe ich ja neuen Ring. Was will man mehr? Hat sich doch gelohnt. Ja. Es ist halt nur verwunderlich, was solche Menschen manchmal für Items haben, dann, ne? Ja. Ich glaube aber auch wirklich, die sind dann einfach mal reingewürfelt. Ja. Was? Hier ist der Fisch. Ja, wir haben ihm auf die Pfoten gehauen. Haben wir das? Mhm. Sagt er das? Nicht er, sie, die Verkäuferin, von dem er die Fisch geklaut hat. Okay. Die dankt uns. So, dann würde ich sagen, Aufnahmepause. 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 Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und so und sehen uns dann zur nächsten Folge mit Planlosigkeit. Es ist zum Teil echt der Walking Simulator hier, ne? Ja, manchmal schon. Aber zwischendurch auch Stunde kämpfen oder sowas. Ja, und dann schon die Gespräche. Ja, ja. Mit dir. Also ein ruhiges, langsameres Spiel. Ja, da kann man ja auch mal längere Folgen machen. Meinst du? Ja. Musst du wissen. Ja. Da bin ich raus. Ja, da bist du raus. Da ist die Tür. Bye. Winko, Winko. Okay, tschüss.